fast einen halben Kilometer mal von mir weggetaucht. Mein Gott, ey. Das sieht ulkig aus. Alter, dein Ernst, Daniel? Die Seenotretter sind unterwegs. Du bist da vorne, ne? Aber ich hab den Stoff, oder was auch immer das sein mag. Jupp. Ja, Stoff. Ausrüstung. Will Lester unbedingt haben. Ja, will Lester unbedingt haben. Lester zu viel. Der rennt am Strand. Er sah gerade aus, als hätte er volle Hose oder so. Die ist nass. Ja, wovon? Vielleicht kommt meine Stolperfalle, pass auf. Oh, Alter. Diese Kamerasicht ist geil. Was ist denn Minial? So, wenn man das einfach. Oh, jetzt ist alles frei. Jetzt haben wir so eine Sicht. Ohne alles. Knöpfenansicht und sowas habe ich jetzt alles weggemacht. Ja, und nun, Daniel? Danke, muss nur die Sterne wegkriegen, aber ich sehe jetzt nicht mehr, ob er Sterne hat. Zwei Stück. Doch, zwei. Schön, ich bin die ganze Zeit im Zuschauermodus. Aber die sehen mich doch jetzt gar nicht, normalerweise. Das dauert halt ein bisschen. Dann bleibt mal im Gebüsch stehen. Genau, wenn du im Gebüsch stehst, sehen die, finden die nämlich nicht. Das habe ich nämlich auch mal gemacht, habe mich im Gebüsch. Ne, nicht in den Gebüsch, Alter. Das ist doch jedes Sau. What the fuck, Mann? Und jetzt noch L3 drücken? Lol. Das schaut überhaupt nicht verdächtig aus. Ey, du stehst ja auch am Baum und ich mitten im Busch. So, jetzt L3 drücken. Im Busch. Genau da. Ja, genau, jetzt L3. Ey, du bist doch jetzt nicht in der Hocke, oder? Jetzt bist du versteckt. Genau, jetzt musst du so bleiben. Warten wir noch drei Stunden. Mein Kameramodus zeigt mir im Busch. Ja. So eine Art Heli-Übersicht oder sowas. Oder macht das für Cops keinen Unterschied, ob sie die Büsche sehen? Doch. Ist lustig, wenn er hingeht und den erschießt, obwohl er im Busch ist. Nein, ich habe das auch mal gehabt. Mit Stern habe ich da im Busch gegangen. Da sind 6 Polizisten mit Shotgun an mir vorbeigelaufen. What the fuck, jetzt hat mein Fernseher wieder gesagt, ey, ich muss erstmal meinen Bildmodus wieder wechseln. Leck mich. Ja, ich höre keine mehr, aber trotzdem fahren sie da oben noch. Und wechselt der nach der Zeit seinen Bildmodus? Will er mich verarschen? Ach, Milo, du bist auch einmal gestorben? Einmal, ja. Oh, das dauert aber lang. Zu lang. Ja. Yep. Die waren von euch noch so angepisst. Waren von mir angepisst, weil ich die so fertig gemacht habe. Da bin ich leider scheiße gelandet. Du hast dich selbst fertig gemacht. Ja. Mal hier in die Richtung. Vielleicht muss ich mich weiter entfernen. Weißt du jetzt denn noch weg? Ja, wo willst da du hin? Da rennt er wieder. Bedenke, du musst das auch wieder zurücklaufen. Alter, wenn du da runterspringst, ne? Oh, mach mal. Ich will das sehen. Komm, ist eh vorbei. Komm. Spring. Ist eh vorbei. Naja, komm, wie lange wollen wir noch warten? Bis er es geschafft hat. Ehrlich? Ja. Schafft das? Das sieht so stumpf aus, wie der da durch die Ecken läuft. Das sieht so komisch aus. Das heißt, ich mache eine kleine Pause. Schneid das noch einfach so ein bisschen zusammen, dass es kürzer ist. Jupp. Bis gleich. Echt eine Pause? Nee, ich gehe schnell hier Wissi für kleine Mädels. Gott. Erst der Frauenarm, jetzt kleine Mädels. Bis gleich. Microphone muted. Ey, jetzt mal im Ernst, Daniel, wie lange dauert das? Warte, ich riskiere es mal. Oh, ein Zug! Das ist es. Ja, das ist das, da brauchst du zu lang, um da hochzukommen. Das schaffst du nie. Guck doch mal, wie lange du da hochrennst. Er ist schon längst vorbei. Ja. Da oben kommt schon wieder die nächste Bullerei. Such dir ein Auto, ey. Scheiß doch jetzt einen drauf. Geh hoch und hol dir dein Auto, da über dir ist die Straße. Dauert ja ewig, ey. Los, nicht überfahren, Alter. Das sind die Bullen, Alter. Ich sehe jetzt die Sicht der Bullen.
Die Bullen links, hinter dir! Ja, ich weiß. Ach, schnell, schnell. Oh, 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 Scheiße. Boah, wie was? Der Zivilist hat mich weggekrackelt. Weil ich drück Dreieck, weißt du, und der will zum Einsteigen, macht er nochmal einen übelsten Bogen, Junge. Ja, hab ich gesehen. Ich hab 5000 Jahre haben wir alle gekriegt. Ey, ja, fortsetzen. Ach, nee. Müssen wir auf Ivan warten. Aber der muss jetzt schnell kommen. Er hat nur noch 55 Sekunden. Ja. Was nehmen wir hier denn? Wir nehmen das mal mit dem Flugzeug hier in der Mitte. Drück da mal drauf. Ja. Drück doch drauf. Ja. So, jetzt ist er überstimmt. Jetzt muss er da mitmachen. Nee, hey, wir können auch ohne ihn spielen. Ja, spiel mal ohne ihn, wenn er nicht kommt. Wenn er nicht kommt, hat Pech. Er steht dann einfach nur dann da rum. Genau, sein Flugzeug steht da und wartet auf den Start. Fuck. Tu mir das. Oh. Voll, ich kann hier gar nichts ändern. Hier steht was so mit Jets und Punkt zu Punkt. Ja. Hat eine Bewertung von irgendwas. Oh, habe ich mit Ivan auch schon mal gespielt. Und wieso ist Ivan der Host, wenn ich die angenommen habe? Entschuldigung, Leute. So wieder da. Los, Ivan. Guck nach, was alles in Ordnung ist. Wir fliegen. Was? Ja, wir nehmen Jets oder was ist das? Das ist die Klasse Jets und sowas. Punkt zu Entschuldigung, Punkt. Entschuldigung. Wir müssen dann bloß Jets von einem Airport zum anderen bringen. Ja, der Daniel wurde vom Zivilisten überfahren. Ja. Nee. Doch, wir wollten ihn. What the fuck? Was? Wir fliegen schon oder was? Nee. Oh, wir suchen uns jetzt. Ich kann mich nicht entscheiden für das Pinke oder für das Graue. Das Graue kann aber schießen, ne? Ja. Nein, 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 ich wollte den nicht. Genau hier, so wollte ich. Oh. Berufspilot nennt sich die Mission. Da gibt's gar nichts hier, gar kein Geld. Arschlecken, ey. Hopp, die Wette gilt. Ja. Sturzflug heißt. In der Innenstadt, das bietet nur dieses Punkt-zu-Punkt-Rennen für Düsenjäger. Du startest in den Tongva Hills, steigst auf Maximalhöhe auf, rast dann fast senkrecht abwärts und versuchst die Maschine im letzten Moment abzufangen. Der höchste Aufstieg und der längere Sturzflug, den wir kennen. Du wirst einen beliebenden... Was? Hab ich jetzt nicht ganz so begriffen, aber... Wieso sitze ich in diesem Drecksding? Ich hab das gar nicht genommen! Willst du mich jetzt... darf ich jetzt fliegen? Okay... Achso, das ist bloß... Nicht rammen. Hey. Oh Gott, Alter, ist das ätzend. Oh Gott, ist das ätzend! Oh Gott! Nein! Wasser gefallen. Hey, Daniel ist hingefallen mit dem Flugzeug. Ich bin auch weg. Oh, das ist ja ätzend. Ich wollte aber auch gar nicht... Hey, ich bin wieder da. Ich bin... Boah, was für ein scheiß Einstieg. Lol. Oh, Alter, fliegt sich das Kacke. Oh, das ist das Spiel. Kannst du aber laut sagen. Oh Gott, ich krieg hier das Kotzen. Oh, tut mir leid, Zuschauer, wenn das zum Kotzen wert ist, aber... Das Leben ist, wie es ist. Miserabel. Oh, nee, ich schaff's. Oh, Schiffrieder. Nicht zum Lachen bin, nicht zum Lachen bin. Ey, komm, Alter, ich hab doch nur den Laternenpfeil getroffen. Das ist doch der restliche Bullshit. Warum hast du nicht gewettet, du Sack? Hey, weil ich jetzt weiß, dass ich verliere, weil er nicht den Jack genommen hat, den ich haben wollte. Oh nein. Ich wollte doch Pinky haben, ey. Also ich mag auf jeden Fall keine dieses Bild nicht. Er lenkt sich so komisch. Du musst nur bremsen, du kannst mit dem Jet ebenso bremsen. Warum sind wir jetzt so hoch? Hat das jetzt einen Sinn? Warum kommt Ivan wieder runter? Nein. Ich komm nicht runter. Oh nein, da war eine Linksleitung. Was, wo bist du denn, Daniel? Mach ich.
darf immer so zwei und dann fliege ich in der Luft. Oh Gott, ey, wie hoch denn noch? Alter, ich hab gerade über Kopf das Ding durchflogen. Ja, mach ich auch schon die ganze Zeit über Kopf. Ja, dann ist er. Oh Gott, ich kotz gleich! Oh, Alter, nein. Das ist voll schnell. Oh Gott, ich sehe das Ding nicht mehr. Wo ist das denn? Jetzt muss ich ein Looping machen oder was? Alter, ist denn das jetzt für eine Scheiße? Wieso denn fehlgeschlagen? Mach jetzt einen Respawn. Nee, ich sehe nichts mehr. Mit dem Jet mehr durch die Stadt. Oh nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja. Alter, ich kotze Leute, mir gleich... Leute, ihr hört die Mädels klagen. Ich mach das hier voll gechillt. Ja, voll geschillt, ey, am Arsch. Wo ist denn jetzt der nächste Reifen, ey? Wo ist voll das easy Ding? Peasy. Wo ist das Ding? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, ich hab's überlebt. Schade, ich hab keine Raketen. Aber ich weiß nicht, wo es ist, also drück ich Dreieck. Hab nämlich gleich zum Beginn des Rennens geguckt, ob wir Raketen haben. Ja, weil du uns abknallen wolltest, ne? Ich bin einmal abgestürzt, oder zweimal. Ist das jetzt über uns oder unten in der Stadt? Also ich hab's beendet. Da oben ist er. Wo sind denn die Reifen, Alter? Wo ist denn das goldene Ding? Jetzt volle Kanne unten in den Boden rein. Nee, boom. Boah, ich hab alles in die Luft gejagt, was da unten steht. What the fuck, wo sind die Reifen denn? Sind die oben oder unten in der Stadt? Boah, ich kotz gleich. Alter, wo sind die? Unten und da unten. Also irgendwo sehe ich noch ihn hier in der Luft, aber... Ah, da oben. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja. Nächsten. Schauen wir mal Milo zu, wie er What sich liebt. Fuck, Alter. Das war schlimm. Kurz vom Boden nochmal abbremsen, ne? Und hochziehen die Maschine. Das war jetzt nicht das Schlimmste. Oh, Milo, Vorsicht. Normalerweise Flugzeug wäre geiler gewesen. Ich hab's geschafft! Komm. Ja. Ich will da nur noch durch, auch wenn ich qualme. Da holt ich gleich. Und jetzt voll unten in den Boden rein. Oh. Ja, fuck, Halleluja, Alter. Milo hat's geschafft. Ey, das war am Ende noch richtig scharf, oder? Ja, nicht schlecht. Da war da drauf. Oh Gott, ey, ich reg mich damit dabei sowas viel zu sehr auf. Alter, du bist da erst. Gib Gummi. Du hast noch 11 Sekunden. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alter, er schafft nicht mal da oben hoch. Ich hab ja die immer andauernd nicht mehr gesehen. Achso, ich wollte gerade sagen, warum ist er Zweiter? Wie viel krieg ich? Hä? 2390 krieg ich. Was ist? Mich hat's aus dem Job geworfen. Ah, jetzt. Hero Taylor. Oh, yes. Ja. Hero. Weiß ich nicht, so toll fand ich's jetzt echt nicht. Nur 3000? Also ich fand's schön. Guck mal, danke, ich krieg nur 715, jetzt mal mehr. Schau mal da oben, ganz oben. In der Mitte meinst du, oder was? Ganz oben rechts. Ja, komm. Das sieht irgendwie nach einem Bankraub aus, oder? Ey, ich kann dich bewerten. Ja, jetzt hast du auch die Scheiße. Oh, tut uns aber leid, dass du nicht. Ich hab noch nie bewertet. Ich kann auch nichts bewerten, weil ich noch nicht mal damit dabei war. Ich meine wählen. Meine Stimme abgeben beim Bundestag der GTA Online-Versammlung. Wenn es sowas gibt, ey. Wäre Panzerung kaufen. Kaufst du jetzt wohl die. Was? Oh. Boah, lass mal an, bitte. Lass mal bitte an. Nee, hallo. Nee. Nur lass, ey, wir sind miteinander. Wir müssen was übernehmen. Mann, Scherz, wir sind nicht miteinander. Doch, müssen wir eigentlich. Das ist für den Rang 1, Alter. Wenn wir das verkacken, ne?
dann ist es echt wie vorbei. Rang 1? Das ist für Rang 1. Offen ab Rang 1. Ach, also damit die Mission verkacken, ne? Okay. Team ansehen. German Breakers. Oh, ich bin immer alleine, weil ihr mein Team seid. So. Okay, ich bin bereit. Milo, geh du mal zu Daniel. Nee, ich bin mit meinem eigenen Team. Nein. Lass uns loslegen. Also, ich habe eine Wette abgegeben. Wie viel? 500. Du? Toll. Echt? Ja, im Ernst, warum sollte ich Geld abgeben? Bist du eine harte Sau? Ich hab mein Geld kommen. Ich spring hier dabei. Von Mission zu Mission. Das macht Spaß. Ja, das macht es. Weißt du, und Daniel hat nicht die Seuche, er fliegt nicht raus. Dann wissen wir, an wen das lag. Oh, meins, ich will. Erober die Tasche. Tasche. Yes. YOLO. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich mir erstmal ein Auto nehmen und dahin fahren. Wie kacke ist das denn? Den Koffer schon? Nee. Du bleibst dann gleich am Steuer, ne? Ja. Weg aus und. Warte mal, erobere? Heißt das vielleicht die Bösewichte, die beschützen? Okay. Meinst du, sie ist da oben? Oh, da schießt einer auf uns. Meinst du, sie ist hier? Ah, hier unten. Jetzt hau mal ab hier. What the fuck? Was tut der? Was tut der, Junge? Hast du es, Daniel? Ja, hier ist nichts. Außer Fallschirme. Soll das sein? Hier oben ist ein Koffer. Ich hab auf den Boden klatschen lassen, oder was? Am Rand. Nee. Ich darf mich mal auf den Boden klatschen. Moment. Und platsch. Glaub mir, der ist hier nicht. Hier sind Leute unten. Oben. Nee, ich war da gerade. Weiter runter kannst du ja gar nicht. Wie kann man die Raketen denn abfeuern? Weiß ich nicht. Hä, erobere die Ach, Kasse? Hier. Hier habe ich. Ich habe sie. Die lag hier in der Mitte. Komm schnell. Achso, okay. Ich flieg. Meiner ist rausgesprungen. Und du bist rausgesprungen? Ja. Ah, so macht man das letztlich einmal. Ah, ich muss nach Blau. Was für Raketen? Ich hab gerade hinter uns Raketen gehört. Ja, jemand versucht uns abzuknallen. Das sind auch die anderen Leute, die da sind. Es gibt welche, die das auch noch verhindern, nicht nur ich, so gesehen. War doch ganz oben in der Mitte. Ein kleines Tischchen. Uff, mach hier keinen Unfall. Nö, alles cool. Marge. Wenn es um die Wurst geht, kann ich ab und zu mal fliegen. So, darüber jetzt. Oh, 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 Rakete. Hä, von wo? Milo. Nee. Yeah, what the fuck, meine Freunde. Wie kann man eigentlich die Raketen abwehren? Ausweichen. Nee, das ist ein Ziel. Ja, und dann muss es doch was dagegen geben. Wie schnell das geht, oder? Nee. Wie schnell ihr doch dann wieder spawnt, das ist ja richtig schlimm. Wie willst du denn die Tasche aussammeln? Es ist ja mehr als eine Tasche, ne? Ja, aber ihr müsst erstmal die eine Tasche wegbringen. Hä, wo ist denn die Tasche? Ja, da, wo ihr die fallen gelassen habt. Ja, und wo? Ach, das da. Ist unter mir hier.
Okay, das ist auch nicht so eine Bombenmission, muss ich sagen. Also ich hab die Tasche.